Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blutbox von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blut von Farid Bang. Wir haben hier eine rote Box mit schwarzem Aufdruck und schwarzem Schriftzug. Und hier unten haben wir auch noch ein FSK-Logo, einen Sticker angebracht. FSK 12 lesen wir hier. Der verrät uns, dass wir hier natürlich auch Filmmaterial in dieser Box vorfinden. Eine DVD. Und nachdem es ein Sticker ist, werden wir diesen gleich mal abmachen. Finde ich gut, dass es ein Sticker ist und nicht direkt auf die Box aufgedruckt wurde. Sieht so deutlich besser aus. Alles klar. Oben haben wir den Schriftzug Blut. Erinnert mich ein bisschen an das Album Killer, da war ja auch so ein Schriftzug mit so Farbsprengsel oder Farbblutflecken. Dann haben wir hier Farid mit der bekannten Maske und einer Waffe in der Hand, plus Samurai-Schwert am Rücken. Und hier eben der restliche Farid zu sehen. Auf der Unterseite glatt rot, rechts ebenfalls. Oben ebenfalls, auf der linken Seite, also wenn man das jetzt so ins Regal stellen würde, lesen wir Banger Musik präsentiert Farid Bang. Finde ich richtig gut gemacht, so eine schwarze Glänzeschrift und es ist auch etwas vertieft die Schrift. Also man spürt hier wirklich, dass das Ganze eingeprägt wurde. Und die Rückseite ebenfalls glatt rot und hier unten finden wir noch die Credits und einen Barcode. Alles klar. Wir haben es zu tun mit einer Klappbox. Wir sehen hier schon diesen Punkt, diesen Magneten. Das heißt, wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Hier haben wir nochmal das Logo von Farid Bang inklusive Blutschriftzug. Gefällt mir richtig gut, so schwarz auf rot. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, einen Patch für eine Kappe, eine Autogrammkarte, einen Infozettel bezüglich den FSK-Freigaben, den werde ich jetzt mal weglegen, einen Heckscheibenaufkleber, ein Poster, ein Heftchen vom Banger Store, dann haben wir hier einen Comic, die Frage, ja, einen Comic. Und dann haben wir natürlich auch noch das Album an sich, welches sich hier befindet. Und das Ganze hier in seiner Papierhülle, in so einem Papiereinleger, Karton. Und dieser ist festgeklebt. Also diesen lassen wir jetzt einfach mal drinnen. Können wir das Album danach natürlich wieder reingeben. Gut, dann würde ich sagen, wie immer fangen wir an mit dem Album. Das ist noch verschweißt. Das heißt, wir werden das Ganze einmal am besten hier unten öffnen. Da ist es schon leicht eingerissen. So, sehr schön. Auch hier wieder ein Sticker, FSK 12. Auch diesen werde ich wieder abmachen. Bin generell kein Fan, aber wie gesagt, wenn es notwendig ist, dann ist mir es immer lieber, wenn das Ganze per Sticker geklärt wird. Gut, wir haben hier ein Digipack, Banger Musik, Farid Bang, Blut. Und hier auf der Front sehen wir Farid Bang in schwarzem Hoodie, rotes Bandana und dahinter ein brennendes Auto. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 19 Tracks. Zwei CDs plus zwei DVDs. Also ich nehme mal an, Album, dann die Instrumentals und eben zwei DVDs. Wir haben Features von Summer Jam, Fat Joe, Julian Williams, Xavier Naidoo, Casey Rebel, Kollega, Majo, Joel Santana und Yasko und Elgier. Meine Favoriten auf dem Album sind einmal Nummer 11, Gangster Boss Rap und einmal Nummer 14, das letzte Mal im Leben. Das sind meine Favoriten. Ich war überrascht von den zwei Ami-Features. Fat Joe, Jewel Santana, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
meine, die restlichen Banger bzw. Xavier oder Julian hätte ich noch vorhergesehen, aber Fat Joe und Jules Santana haben mich echt überrascht. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Links Blut, rechts Farid Bang. Und dann haben wir hier auch schon die CDs bzw. DVDs. Also das dürften dann wohl erstmal die CDs sein. Schauen wir mal. Also, das ist die CD. Farid Bang Blut in dieser Schwarz-Rot-Optik. Klassisch gehalten. Dann geben wir das Ganze mal wieder zurück. Und man kann es hier auch sehen, das Ganze wurde hier verstärkt. Also nicht so normal, es ist nur noch 15 Digipack, sondern es ist wirklich hier so ein bisschen verstärkt und aufgewertet worden, das Ganze. Dann haben wir hier die zweite CD. Und diese beinhaltet, wie gesagt, die Instrumentals vom Album. Instrumental-CD. Geben wir auch wieder zurück. Dann haben wir hier in der Mitte das Booklet. Okay, wir haben sogar... Also hier haben wir nochmal einen FSK-Einleger, den zweiten in dem Fall. Was haben wir hier? Einen Einleger zur Tour. Komme nicht auf diese Tour 2016. Hier die ganzen Tour-Dates. Der komme nicht auf diese Tour. Tour. Lassen wir hier drinnen. Und dann haben wir natürlich noch das Booklet an sich. Auch wieder mit dem Cover. Das kennen wir bereits. Farid Bang Blut. Und dann haben wir hier wie so oft die Tracks abgedruckt, inklusive der Info, wer für den Text bzw. die Produktion verantwortlich ist und Aufnahmen des Künstlers. Gefällt mir richtig gut, also speziell diese Schwarz-Rot-Optik. Sehr gelungen. Und Farid, wie man ihn kennt, immer mit angespanntem Bizeps, angespanntem Oberarm. Hier wird scharf geschossen. Und hier noch einmal die Doppelseite. Dann haben wir hier noch die Credits bzw. die Infos. DVD 1 nicht allein in New York und DVD 2 Bootcamp. Banger Musik. Okay. Und dann kommen wir zu den zwei DVDs. Mittlerweile wissen wir auch, was das für DVDs sind bzw. was diese beinhalten. Also, hier haben wir einmal die DVD nicht allein in New York. Der 12er, dem haben wir, also dieser DVD haben wir wohl auch den USK, FSK-Sticker zu verdanken. So, wieder zurück damit. Und dann haben wir natürlich auch noch die zweite DVD. Sieht folgendermaßen aus, auch wieder in dieser rot-schwarzen Optik, DVD 2 Bootcamp. Also das ist meines Wissens so eine kleine Trainings-DVD, also Farid Bang, der einem einfach mal ein bisschen in den Arsch tritt und der einem diverse Übungen zeigt im Bereich Fitness. Alles klar. Gut, das war das Digipack. Dann haben wir hier einmal den Heckscheibenaufkleber. Habe ich, um ehrlich zu sein, auch noch nie in einer Box gesehen. Ich meine, ist jetzt ehrlich gesagt nicht so groß. Hätte sonst nicht in die Box gepasst, also man hätte ihn gefalten. Aber kann man sich durchaus auf die Autoscheibe machen, auf die Heckscheibe. Hier in Weiß. Sieht auf jeden Fall gut aus, rechteckig. Dann haben wir diesen Patch. Ihr kennt das, wir haben auf den Kappen einfach diesen Klettverschluss, diese Rückseite. Und da könnt ihr dann natürlich den Patch eurer Wahl anbringen. Sieht auf jeden Fall gut vernäht aus. Ich meine, wir haben hier ein paar einzelne Fäden, aber jetzt nichts Tragisches. Ebenfalls im Querformat schwarz-rot. Dann haben wir eine Autogrammkarte und die ist wirklich eine Karton oder eine gefestigte Karte. Also die ist wirklich etwas dicker, etwas fester. Fühlt sich auch so an. Wir lesen hier Farid Bang, sehen hier Farid mit Zigarre auf der Vorderseite, ebenfalls im Querformat. Und auf der Rückseite haben wir die ganzen Tour-Dates zur Komme nicht auf diese Tour. Okay. Dann haben wir den Comic. So sieht das Ganze aus. Also dasselbe, was wir auch schon vom
Boxcover kennen, allerdings hier jetzt in Farbe. Ich werde ihn jetzt natürlich nicht einzeln durchblättern, aber kriegt ihr hier einen groben Einblick. So sieht das Ganze aus. Adobe Kit, klar, wer sonst? Jetzt würde mich nur interessieren, wie viele Seiten sind hier angegeben. Hier sind jetzt irgendwie viele. Okay, wir haben gar keine Seitenanzahl. Aber ist auf jeden Fall einiges an Lesestoff. Dann haben wir ein Poster. Kurz da ein bisschen Platz machen. Beidseitig bedruckt. Und wenn ich es richtig sehe, beide Male im Hochformat. Also, wir haben auf der einen Seite das, was wir auch schon vom Boxcover kennen. Farid Bang eben mit dieser Waffe und der Maske. Farid Bang Blut lesen wir oben rechts im Eck. Das Poster großteils in weiß und schwarz. Und auf der Vorderseite haben wir das Cover vom Album bzw. vom Digipack. Hier eben wieder Farid vor dem brennenden Auto. Hier oben lesen wir noch Banger Musik präsentiert Farid Bang Blut. Und auf der Unterseite haben wir die einzelnen Credits des Albums, die Beteiligten. Schönes Poster, wie gesagt, das Ganze beidseitig im Hochformat. Ja, werde ich dann später noch zusammenlegen. Dann haben wir dieses Informationsheftchen. Ich schätze mal, es wird hier um Merchandise gehen. Banger Store lesen wir hier. Bangerstore.de. Alles klar. Also wir haben hier die Kollektion. Verschiedenen Kollektionen nennen. Ja. Diverse Künstler von Casey über Farid haben natürlich hier ihre eigenen T-Shirts und sonstiges Merchandise entworfen. Aber natürlich auch Neutrales, also dass jetzt nicht ein spezieller Künstler ist, sondern Banger Musik generell. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch ein T-Shirt. Das ebenfalls aus dem Merchandise bzw. aus dem Banger Store sein dürfte. Also wir haben hier ein T-Shirt komplett in einer schwarz-grauen Camouflage-Optik. Und wir sehen hier schon den Aufnäher oder das Etikett Banger Musik, das Label mit dem Boxhandschuh. Und hier lesen wir Druck nicht bügeln, 100% Cotton, made in Turkey. Ich frage mich jetzt nur, welchen Druck, weil ich sehe jetzt hier gar keinen Aufdruck. Rückseite ebenfalls in dieser Camouflage-Optik. Und auf der Unterseite rechts unten haben wir auch das hier aufgedruckt oder aufgenäht. Banger Musik Blut Edition, damit auch nachvollziehbar ist, woher das Ganze stammt. Alles klar, schauen wir es nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier komplett durchgängig diese Optik, diese schwarz-graue Camouflage-Optik. Und es gibt eigentlich auf dem T-Shirt überhaupt nichts Aufschluss darüber, was das genau für ein T-Shirt ist, bis eben auf unten rechts. Man kann das hier sehen, da haben wir diesen Aufdruck, diesen Aufnäher Banger Musik Blut Edition. Ansonsten das T-Shirt komplett glatt in diesem Muster. Ich muss ehrlich sagen, gefällt mir richtig gut. Also Camouflage generell sehr gerne gesehen bei mir. Und dieses T-Shirt werde ich auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir nochmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt, meiner Meinung nach ist das Größe L. Dieses Informationsheftchen zum Banger Store, also zum Merchandise von Banger Musik. Die unterschriebene Autogrammkarte. Den Blutpatch für eure Kappe. Den Banger Musik Heckscheibenaufkleber. Das Album an sich im Digipack. Album-CD, Instrumentals, DVD plus eine zweite DVD, also vier. Zwei Tonträger, zwei Video- oder Videoträger. Dieses Poster im Hochformat zweiseitig bedruckt. Und diesen Comic. Das alles in dieser wunderbaren Box. Blut von Farid Bang.
Wie immer würde mich natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album und der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.